Wir sind jetzt mitten in der Müller-Thurgau-Lese. In der Ferne fährt ein Vollernter. Wir machen es mit der Hand, weil wir haben gewartet, bis die optimale Reife da ist. Man sieht schon ein paar gefärbte Beeren da. Beginnende Botrytis. Das ist so eine Beere, beginnende Botrytis. Und die schmeckt nicht schlimm. Sondern halt wunderschöne Pfirsich- und tropische Fruchtaromen. Tja, und jetzt wird es gleich abgeerntet. So, wie man sieht, die meisten Müller-Thurgauer sind relativ gesund. Dort über diese einzelnen, leicht angebräunten Beeren da mit super schöner Aromatik. Als ganze Traube auf die Presse werden dann ganz schonend und vorsichtig in einem Champagnerprogramm dann abgepresst. Während der Pressvorgang haben wir Rotweintrauben sortiert, deswegen ist es fertig gepresst. Pause, probiere ich mal. Dieser schöne Müller-Thurgau-Saft. Einfach herrlich. Super lecker und mit dieser schönen Pfirsichnote. Einfach geil. Und das hat's mir natürlich auch.